eine uralte Erfahrung von Menschen des geistlichen Lebens ist, wenn wir auf Nahrung verzichten, und Fasten bedeutet zunächst wirklich auf Nahrung verzichten oder weniger essen, dass dann irgendwie im Körper, im Inneren, in der Seele etwas frei wird, freier wird für die Aufnahme von tieferen Dingen in unserer Seele. Oftmals schütten uns äußere Dinge zu, oftmals sind wir besetzt vom Gedanken, was kann ich denn essen und was kann ich denn trinken und was macht mir am meisten Freude. Wenn wir von den Dingen innerlich loskommen und loslassen, das macht uns verwundbar, wir spüren, gell, wir bräuchten das eigentlich, und gleichzeitig macht es uns offen für tiefere Erfahrungen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das mal erfahren können. Verzicht auf Nahrung und gleichzeitig etwas erleben dürfen, dass Sie tiefere Schichten Ihrer Seele berühren, dort, wo wir mit Gott reden.